So, moin zusammen. Mal wieder ein kleines Update. Ich habe einen Monat nichts von mir hören lassen. Wir haben Anfang November und wir machen kurz einen kleinen Rundgang durchs Gewächshaus, was sich die letzten 4 Wochen hier so getan hat. Ich habe bereits, obwohl wir es relativ mild haben für November, die Pflanzen schon mal reingeräumt, weil wir hier dann trotzdem schon den ersten Nachtfrost hatten und ich da kein Risiko eingehen wollte. Wir haben hier die Zitrusfrüchte, Granatapfelbäumchen und die Oliven schon reingeholt. Da hinten sehen wir die Stecklingshölzer oder die Steckhölzer, die wir vom Oleander aus dem Urlaub mitgebracht haben. Hier Gemüse, Kräuteraufzucht, auch hier unten. Und dann auch hier die 3 Prachtexemplare haben tatsächlich Leute weggeworfen. Habe ich auf dem Hexenplatz gefunden, einfach mal mitgenommen. Und mal gucken, werden bestimmt schöne große Pflänzchen. Ja, gehen wir raus ins Gewächshaus. Auch hier schon die ersten Wintergäste, unsere Oleander und unsere Olivenbäumchen. Teichanlage hat sich eigentlich nichts getan. Ja, und dann haben wir hier im Beet haben wir die Wintersalate, so der Rucola, Stielmus, Portulak und den Ackersalat. Ja, und auch hier bei den Jungpflanzen, da stehen jetzt gerade irgendwelche Sachen einfach drin, die wir frisch getopft hatten. Die müssen ein bisschen anwachsen, die werden wir nächstes Jahr auspflanzen. Ja, und auch hier ein paar Wintergäste. Ja, und auf der anderen Seite drüben sehen wir hier auf der linken Seite den Spinat, den wir eingesät haben. Den dürfte man dann, denke ich mal, ab spätestens Februar könnte man den wahrscheinlich auch schon ernten. Und hier drüben haben wir eine Kirschenveredelung noch im Boden drin. Die haben wir jetzt schon ringsrum mal abgestochen, damit wir sie rausholen können bei Bedarf. Die bildet jetzt hier wieder ein paar Feinwurzeln. Und die werden wir dann, sobald sie im Frühjahr anfängt anzutreiben, werden wir die veredeln mit verschiedenen Sorten. Da kam jemand auf mich zu und hat sich einen Kirschenbaum gewünscht mit mehreren Sorten drauf. Das versuchen wir mal. Ja, hier am Boden haben wir Apfelbaumveredelungen. Stimmt nicht, nur Apfelunterlagen, die wir zu Mehrsortenbäumen veredeln wollen. Ja, hier die Reste der Paprikas. Die haben dieses Jahr sehr kleine Früchte gemacht. Ich weiß nicht, woran es lag, aber die waren allgemein recht klein. Hier Selleriepflänzchen noch und Pfirsichbäume. Und da haben wir ein paar Veredelungen von Aprikosen, die wir im nächsten Jahr anschneiden werden. Da werde ich dann mal darüber berichten, wie das wird. Die Augen sind dieses Jahr gut angewachsen. Wir haben ein bisschen später veredelt. Wenn man das zu früh macht, wird das Auge überwallt und kann im nächsten Jahr nicht austreiben, weil es entweder komplett rausgedrückt wird oder schlichtweg komplett überwallt wird. Aber wir haben dieses Jahr sehr spät, Ende September, erst okuliert, als die Rinde gelöst. Aber ich denke mal, es wird ganz gut klappen. Und auch hier dann noch ein paar Apfelbaumveredelungen, wo wir okuliert haben. Das sind nicht alle angewachsen. Da wurden manche rausgedrückt und manche sehen ein bisschen seltsam aus, aber das werden wir dann sehen. Ich werde auch darüber berichten, wenn wir die im Frühjahr dann anschneiden, ob die entsprechend austreiben werden. Ja, im Hintergrund die große Nektarine, da warten wir dann im Frühjahr auch ab, bis die Blüten rauskommen und dann werden wir die entsprechend zurückschneiden, damit wir fürs nächste Jahr wieder einen schönen Austrieb haben. Jo, ihr seid mal auf dem Laufenden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns in einem nächsten Videos. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.